Zum Auftakt einer jeden ITB ruft das jeweilige Partnerland zum Rundgang in seine Halle. Indiens Ministerin für Tourismus und Kultur, Ambika Soni, nutzte dieses obligatorische Bad in der Menge am Mittwoch zum wirtschaftspolitischen Schulterschluss. Wir erreichen mit der ITB 5 oder 6 Millionen Menschen. Das ist die Chance für uns, Indien als Kultur- und Reiseland zu präsentieren, sagt die Ministerin und setzt ganz auf partnerschaftliche Zusammenarbeit. And in partnership, we believe that the whole idea is about partnership at every level. So we are happy to partner. Schon am Vorabend hatte Bundeswirtschaftsminister Gloß erklärt, dass Fernreisen und Klimaschutz sich keineswegs ausschließen müssen. Es gibt ja heute schon die Möglichkeit, wenn man fliegt und hat das Gefühl, man muss da wieder der Umwelt was zurückgeben, dann sich bei bestimmten Projekten freiwillig zu beteiligen, wo es um Regenwaldaufforstung oder ähnliche klimafreundliche Projekte geht. Ein freundliches Klima schaffen, das will jeder der fast 11.000 Aussteller auf der ITB 2007 mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln. Die Mehendi, die haben eine Wirkung, sehr kühl. Und das Hände und Füße auch machen, weil unser Land ist so heiß und Sommerzeit, wenn schwitzt man so viel. Und dann mit Mehendi, das tut die sehr kühl und Mehendi hat eine Wirkung für die Haut. Was vordergründig als bunter Lern- und Erlebnisparcours daherkommt, ist in Wahrheit ein hart umkämpftes Geschäft. Je besser der Service, desto höher die Akzeptanz des Angebotes. Das gilt für die ITB, den weltweit wichtigsten Reisemarkt, ganz besonders. Kamera vergessen, kein Problem. Der kostenlose Leihservice verhilft zu bleibenden Eindrücken. Lust auf Luxuslunch? Der Original Orient Express steht als Oase mitten im hektischen Hallentrubel. Überhaupt, Wohlfühlferien stehen hoch im Kurs. Und bei den Deutschen nach wie vor das eigene Land. Da reisen sie am liebsten. Und schwärmend aus in die Natur. Wie es um die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands und weiterer 123 Nationen bestellt ist, dazu veröffentlicht das Weltwirtschaftsforum in Davos auf dem ITB-Kongress am Donnerstag eine Studie. Wer künftig im Reigen der Top-Urlaubsnationen mitmachen möchte, der muss in jedem Fall etwas mehr zeigen als heimische Folklore.